Herzlich willkommen zurück. Ja, der Mage hatte ja auch nichts, was er mein Deck gegensetzen könnte. Ich weiß nicht, also bisher läuft es ja ganz gut. Ich frage mich ja, wann es ein bisschen schwieriger wird. Aber das werden wir noch früh genug herausfinden. Also ich finde diese Lara-Eruption ja ziemlich stark, aber es hat keine gute Anfangskarte, weil wenn wir mal ehrlich sind, kostet sie halt 5 Mana und das ist einfach zu teuer. Man will ja immer maximal eine Viererkarte eigentlich auf der Hand haben. Perfekte erste Karte für mein Erdschock. Ja, der Erntegolem ist natürlich nicht schlecht. Naja. Okay, wenn er jetzt mit dem raufhaut und dann mit dem Erd und Golem nachlegt, dann ziehe ich ja... Naja, okay. Ah, ziehe ich zumindest eine Karte. Auch wenn ich es andersrum gemacht hätte. Oder ich weiß nicht, ob ich es andersrum gemacht hätte, aber so hat er halt einen Schaden bekommen. Bei dem anderen wäre sein Erdgolem halt kaputt gewesen, aber naja, mein Gott. Ah ne, auch nicht kaputt. Ne, war schon okay. Was rede ich denn? Ich glaube, ich habe die letzten Spiele hier meinen Dualblitz gar nicht gehabt, oder? Das würde mir nämlich jetzt spontan einfallen, dass ich den gern haben würde jetzt in der Situation. Was mache ich denn jetzt? Er wird halt gleich nochmal 4 Schaden machen. Blitzschlag hätte eine Überladung mit sich, aber dann kann ich meinen Feuerelementar nicht mehr ziehen. Mache ich wenigstens einen weg. Die Frage ist jetzt, ziehe ich mein Feuerelementar oder nicht? Ich würde fast sagen, ich werde diese 7 Mana benutzen, um ein bisschen Sicherheit reinzubringen. Also 5 Mana, nee, warte, 6. Ich hätte noch 6 Mana-Kristalle. Ich werde jetzt nichts mit Überladung spielen, damit ich vielleicht nächste Runde meinen Blitzschlag, mein Feuerelementar benutzen kann. Irgendwann brauche ich auch mal ein paar dicke Diener auf dem Deck.
Also ich glaube gegen Schork, gegen den Schurken ist es ziemlich gut. Mein Harrison Jones gleich zu spielen. Okay. So gefällt mir das schon ein bisschen besser. Weil im Normalfall, im späteren Spielverlauf, hat der Schurke weniger Karten. Und dann lädt er seinen... Ja, war klar. Und dann lädt er seinen... Seine Waffe halt nochmal auf zwei Aufladungen. So, jetzt die Frage, spiele ich Ragnaros? Wenn er noch einmal diese Karte hat mit Zerstören Sie, dann wird er sie jetzt bei Ragnaros benutzen. Und später nicht mehr bei meinem Erdmelimiter benutzen können. Das ist... Wäre natürlich clever. Er kann natürlich auch immer Manipulator dabei haben. Oh, naja. Das Licht beschützt mich. Ja, die Frage ist ja... Ich habe 9 Mana. Gut, er könnte noch einmal die gleiche Karte auf der Hand haben, die meinen Diener zurückkommen lässt auf meine Hand. Oder halt, dass er vernichtet wird antat. Hat ihn jetzt auch nicht so viel gebracht, muss ich sagen. Und jetzt müsste Harrison Jones kommen. Aber kommt er natürlich nicht. So, er hat auf jeden Fall nichts mehr auf der Hand. Jetzt die Frage, wie ich ihn platt mache. Ehrlich gesagt hätte ich nichts dagegen gehabt. Hätten die 8 Schaden ihn getroffen. Hätte ich die nächste Runde einfach mit meiner mit meiner Lava-Eruption weggemacht. Ja. So, jetzt ist die Frage, was passiert? Och Mann. Ich müsste eigentlich so viele Karten auf den Tisch bringen, wie ich nur kann. Und das mache ich mit einem Totem. Das sind 9. Das sind 5 plus 3 sind 8 plus Totem wären... Ja, das war natürlich auch gut, sag ich mal. Okay, damit hat er verloren. Jetzt kommt natürlich auch mein Harrison Jones. Ja, und wieder mal bedanke ich mich fürs Zuschauen.
Rang 12, da haben wir doch ordentlich was geschafft. Und viel Spaß mit der nächsten Episode. Bis bald.